Tom küsst die frei gewordene Kopfhaut. Meine kleine G.I. Jane. Er bekommt einen entrüsteten Blick von mir und nix G.I. entgegengeschmettert. Fragezeichen in seinen Augen. Ich erkläre, wir sind doch Pazifisten. Wir müssen schmunzeln. Immerhin, bei unserem Karaoke-Spiel werde ich Sinéad O'Connors Nothing Compares to You ab heute besonders glaubhaft interpretieren, zumindest optisch. Abends beim Einschlafen muss ich mir eine Kapuze über den Kopf ziehen. Ist das kalt? Tag 3 nach dem jüngsten Zyklus. Ich wache alleine auf. Mein Körper sagt mir, dass ich mich in Sachen Morgentoilette zügig Richtung Bad bewegen sollte. Aber irgendetwas ist anders als sonst. Auf dem Rücken liegend versuche ich mich in Situationsanalyse. Die Symptome? Ich fühle mich ein bisschen wie betrunken. Die Zunge ist schwer, die Glieder auch. Jede Muskelanspannung ein schier unmöglicher Kraftakt. Was ist bloß los? Habe ich zu wenig gegessen gestern? Was Schlechtes? Kein Schimmer, auf was für eine Diagnose das hinausläuft. Ich schiebe mich mühsam in die Vertikale. Auf dem Bett sitzend wird mir schwarz. Lauter kleine weiße Punkte funkeln vor den Augen. Das wäre sogar ganz hübsch, wäre mir nicht gleichzeitig so furchtbar schlecht. Beim Versuch aufzustehen, geben die Knie nach. Auf allen Vieren krieche ich in den Flur zum Telefon. Tom ist schon seit 2 Stunden aus dem Haus. Ich muss versuchen, ihn zu erreichen. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch bei vollem Bewusstsein erkenne. Mein Körper zittert. Hitze, Kälte, beides im Wechsel. Mir ist so übel. Ich fühle mich schwach wie noch nie. Immer wieder bleibe ich auf der kurzen Strecke stillsitzen. 2-mal versuche ich, mich an unseren Küchenstühlen hochzuziehen. Mit kurzfristigem Erfolg. Die Beine klappen einfach weg. Unglaublich. Wie können die nur? Ich habe denen das nicht erlaubt.